Verdammt! Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin mal wieder gut darin zu verkacken in den Intros. Ist ja nichts Neues. Aber ja, das letzte Mal haben wir hier ein bisschen beim Strand halt eine kleine Quest bekommen, die uns aber erstmal egal ist, denn wir werden die anderen Quests hier machen. Und schauen wir mal, oder? Wird schon gut ausgehen, wenn ich jetzt wieder die Steuerung könnte. Ja, wie man es von mir kennt, habe ich möglicherweise ein kleines bisschen nicht mehr gespielt. Ja, komisch. Ist ja noch nie passiert, aber nicht so wichtig. So, schauen wir mal, was haben wir denn für Items? Wahrscheinlich, ja, ich weiß ja nicht. Egal. So, klar, ab zum Stachelberg. Der bisher schwerste, aber Ort, wo wir hingehen können, aber immer mehr. Eigentlich ist es nicht so schwer, wenn da jetzt nicht unbedingt irgendwelche komischen Monsterräume kommen. Oh. Okay. Ja, egal. Auf jeden Fall war das schon heftig. Diese dumm, ihr wisst schon. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie ist es denn mit den Attacken? Ruckzuck. Habe ich es jetzt endlich mal hinbekommen? Oh, danke, ich habe es hinbekommen, gut. Also, das Ruckzuck-Hieb mit L und A einsetzbar ist. Oh, aha. Ich hasse Dodos in dem Spiel. Aber es ist verständlich, oder? Die sind richtig ätzend nervig. So. Also, warum? Ich laber gerade einfach nur irgendwas. Nein. Die Dodos selber? Die haben Ruckzuck-Hieb, was schon mal nervig ist. Aber noch viel nerviger, die haben diese dumme Fähigkeit, damit die abhauen, Angsthase. Und weil die normalerweise mit Ruckzuck-Hieb angreifen, sind die meistens auch weiter weg. Und die sind halt immer ziemlich weit weg und wenn nicht, dann rennen sie weg, weil wenn sie einmal angegriffen hat, weil man sie nicht gewonnen hat und bla bla bla. Voll doof. So, ja, ja. Ey. Ich frage mich, was wir noch so für Angriffe bekommen. Ob wir auch irgendwas bekommen, wo wir uns boosten können, weil das wäre ziemlich, ziemlich cool. In dem Spiel ist es richtig, richtig nützlich. So, wow. Ich meine, Hunty hat ja ein Igler, glaube ich. Hat Hunty ein Igler? Will ich jetzt schauen. Hast du... Nee. Haben wir ihm das weggemacht? Ich weiß gar nicht. Ich dachte, er hat einen Igler. Na gut. Nicht so wichtig. Hat er nicht gerade einen Gegner? Ist er verschwunden? So. Wir sollten übrigens auch mal schauen hier. Ab E5 erst. Oh, das braucht noch. Kein Problem. Kein Problem. Wie? Ja, ja. Hier, ich muss auch sagen... Die Musik in dem Spiel, also hier gerade die Dungeon-Musik ist ganz okay. Aber allgemein die Musik in dem Spiel ist super, super gut. Ich meine, es ist halt einfach, ich finde es richtig, richtig gut. Vor allem, man ist ja in so Dungeons meistens ziemlich lange. Und dann hört man immer und immer wieder die gleiche Musik. Aber meistens haben sie es wirklich hingekriegt, dass es überhaupt kein Problem ist. Dass es trotzdem richtig sich gut anhört, sag mal so. Dass man. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? So hat so den The Legend of Zelda-Effekt. Ja, also im ersten Zelda hört ja immer nur das Gleiche, aber es ist einfach so ein gutes Lied. Es wird halt nicht schlecht. Hier, wisst ihr was? Nein, 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 nein. Den bekämpfen wir jetzt. mit unserem Kumpel hier. Hunty, mach auch mal was, du fauler Sack. Danke. Na ja, jetzt fällt mir auch gerade auf, ich habe gar nicht nachgeschaut. Nach IQ-Fähigkeiten, ob es was gibt, damit wir keinen Schaden von zum Beispiel einem Erdbeben von Hunty bekommen. Weil ich bin ziemlich sicher, dass er sowas noch bekommt. Und huch, hier sind viele Bären. Yo! Wir one-hitten den schon. Aber, ich gebe Hunty mal kurz noch. Bis zur nächsten IQ-Fähigkeit können wir ihm noch geben. Es sei denn, wir kriegen einen Gelbgummi oder... Ist es, heißt es Gelbgummi? Ich glaube schon. Weil dann ist es für uns viel besser, weil die haben auch noch, man hat ja schon gesehen, die haben verschiedene Farben. Und das ist immer, also ein Gelbgummi wäre gut für uns, weil wir vom Typ Elektro sind. Und dann gibt es uns mehr als Hunty zum Beispiel. Das habe ich glaube noch nicht mal erwähnt. Uiuiui. Ui, ui. So, E4, ja, geht ja eigentlich. Vielleicht werden wir hier noch schnell genug fertig, damit wir noch was anderes machen können. Ist natürlich mal so eine Sache hier.
Spiel kann sich ein bisschen länger ziehen von den Folgen her oder was, von den Dungeons her. Ich weiß ja nicht, ich kann ja die Folgen immer beenden, aber ich versuche halt nicht unbedingt inmitten von einem Dungeon, es sei denn, es gibt halt so einen Mittelpunkt, so ein, es gibt bestimmte Momente, wo das, wo man nicht im Dungeon ist, aber trotzdem so gesehen kurz davor ist, zum weiteren Dungeon zu kommen, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Und da kann ich ja trotzdem die Folge beenden, aber ich meine jetzt, ich versuche nicht unbedingt inmitten von dem Dungeon halt die Folge zu beenden. Darum könnte es sein, dass halt mal Folgen 30 Minuten lang sind. Also warne ich euch jetzt schon vor. Au! So, diesmal kannst du mich mal. Oh, der haut gar nicht ab. Tja, tschüssi. Yo, und Andi kriegt den Boost. OP. So, jetzt kann ruhig der nächste. Ja, okay. Oder es kommt einfach eine Treppe. Das ist das Traurige hier. Zielleben erreicht. Was gibt's hier denn? Oh, wir haben gerade einen Belebersamen gefunden. Super gut. Rette Lilip. Okay. Retten. Dreimal retten die nächsten Male. Und ich bin froh, dass wir niemanden Belebersamen geben müssen. Weil den haben wir gerade gefunden. Ich dachte schon, vielleicht brauchen wir das als Quest-Item. Das wäre ganz schön kacke. So. Ich muss übrigens aufpassen, dass man nicht zur nächsten Ebene geht. Weil normalerweise hat man das so. Oh, ich kann zur nächsten Ebene schnell hin, warum nicht? Ich meine, es gibt ja keinen Grund, nicht weiterzugehen. Oh, Moment, ich hatte eine Mission. Und so. Das passiert hin und wieder mal, wenn man nicht gut genug aufpasst. Traurigerweise. Ah, muss es sein? Wisst ihr was? Genau dafür. Was? Was ist jetzt passiert? Fixiert. Genau dafür haben wir das. Ach, das ging nicht. Warum geht das nicht? Ich glaube, ich kann beim Gamepad nicht L und R gleichzeitig drücken irgendwie. Nein, das ist Quatsch. Das muss gehen. Ich habe ja im Xbox-Controller auch schon Super Mario Sunshine gespielt und da weiß ich, dass ich das auf jeden Fall gemacht habe. Na egal. Nicht so wichtig. Hey, Lili. Ja, klar, hier. Vielen Dank, bla bla bla. Und wurde vom Laser erwischt. Nein! Oh, nein, ich will nicht gehen. Nein. Ich bin so froh. Ich meine, normalerweise sagt man immer, oh, ja, das fragt mich immer fünfmal, was soll die Scheiße? Ich habe auf Ja gedrückt, ich will ja hier gehen, was soll das eigentlich? Oder halt, ich meine, nicht nur in dem Spiel, in anderen Spielen, willst du wirklich? Ja, ich will wirklich, ich hoffe doch. Aber genau wegen sowas gerade eben. Genau wegen sowas ist es gut, dass es sowas gibt. Uiuiui. Ist ja ganz schön dumm gewesen. Zum Glück ist alles gut. Alles gut ausgegangen. Ich hätte übrigens gerne mal eine Elektroattacke. Toll. Toll getroffen. Wir sind übrigens auch gerade stärker als sonst wegen dem Neonband. Das ist nicht zu unterschätzen. Vor allem so am Anfang vom Spiel. So, Moment. Kann man nicht so. Sortieren. Geht doch. Oh, nee. Bitte nicht vergiftet sein. Ich. Okay, nicht vergiftet. Sehr schön. Man muss ja auch aufpassen. In dem Spiel gibt es auch noch so ein paar lustige Items. Die total lustig sind. Denn das sind so Fake-Items. Die heißen nur so ähnlich. Hallo. Ja. Ach so, ich dachte, der redet gerade. Ja, hier, hau ab, du. Ildak, oh mein Gott, Todeslaser. Nein, ich will nicht gehen. Ja, ich will fortsetzen. Ah, immer diese Nacht. Nein. So, warte. Hier müsste ja nichts sein, oder? Kommt jetzt noch E8 mit Corazon und dann findet das Item Rotgummi. Hoffentlich ist es da auch. So. Ah. Oh. Ist natürlich doof. Ich hätte die Attacke. Eigentlich brauchen wir sie nicht. Dann ich fixiere einfach mal Tackle. Obwohl wir davon auch nicht mehr so viel haben. Eigentlich sollten wir den Hunty mal kämpfen lassen, ja? Der hat bestimmt noch 10.000 AP. Ja, hier. Guck, der tackelt ihn einfach kaputt. Und so. Ah. Hier.
Mann, das ist voll traurig. Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass man die Items fixieren kann. Das hier ist schon, ja, das ist die richtige Taste, glaube ich. Okay, oh, ups, der ist ja schon, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der ist ja schon nah genug dran. Los, gut gemacht. Hunty vernichtet. Mein Magnus, nein, nein. Wieso? Oh. Hallo. Oh, ups. Einfach vernichten. Oh, stimmt. Ich habe jetzt... Ich weiß nicht, mein Gehirn arbeitet nicht so gut, wisst ihr? Nein. Moment, hier müssen wir aufpassen. Corazon finden. Ja, die Treppe haben wir schon mal gefunden, das ist gut. Ha, wieso denn? Komisch. Das ist gut? Ne, sag bloß schon wer. Ich sag hier, ja, ich sag's halt. Ich meine, wenn ich das nicht sag, die offensichtlichen Dinge, wer dann? Ich bin Captain Obvious. Nein, ich will da bleiben. Ja. Wie viel? Futtermagen 12, sollte machbar sein. Aua. Drecksvieh. Toll. Es ist halt... Antikkraft ist schon cool, vor allem wegen dem Boost hier. Aber... Es kann halt auch gut daneben gehen. Gut, mal ist total scheiße. So, schwindelig vor Hunger. Jetzt, ach, jetzt heul nicht. Wenn es sein muss, dann friss halt den Apfel. Verfressener Stück. Verfressenes Stück Elektro-Pokémon, du. Mann. Oh, shit. Hat schon eine Flugattacke. Yo. Es geht hier ab. Ja. Gefunden. Ha. Huh. Ja. Ja. Ich habe jetzt eigentlich in Erinnerung, dass diese Items, finde das Item, dass sie dann nicht mal unbedingt in dem, in der Ebene sein müssen. Es ist neu im Erkundungsteam Himmel. Vielen Dank für die Rettung von Lilili. Bitte akzeptiert diese 2000. Oh mein Gott. Ja. Nehmt das Item, Itemsperre, total nutzlos, aber verkaufen. Bla bla. Mount Zerle hält 20. Ach, warte, wie viel brauchen wir? Wir müssen jetzt eigentlich gleich voll. Eigentlich müsste was Cooles gleich passieren. 20 Punkte? Nein, noch nicht. Vielen Dank. Nehmt das Item, Blaugummi. Ja, ja. Ja! Und wir steigen jetzt vom Normalrang auf den Bronzerang. Jetzt können wir mehr Items aufbewahren im Lager, was ziemlich nützlich ist. Und wir kriegen auch noch ein paar Items. Was, nur eine Zitrusbeere? Wow. Ja, hier. Kohle. Grimmsam, was ist das denn? Ha. Huh. Ja, gut. Stopp, schling, schmatz, schlapper, schluff, stopp, schling, schmatz, schlapper, schluff, stopp, stopp, schling, schmatz, schlapper, schluff, stopp, schling, schmatz, schlapper, schluff. Schade, ich will das drin, Mann, aber es ist nicht so einfach. Wir sollen auch etwas schlafen. Machen wir aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, schon wer. Okay, gute Nacht. Kapitel 5, die erste offizielle Erkundung. Der nächste Morgen. Aufgeschaltet und ab dafür, es ist morgen! Ha. Ha, guten Morgen, schon wieder. Ja. Bitte nicht laggy sein. Ich würde gern zum Lager erst gehen. Boah, zunächst an 170. Machbar, oder? Die haben wirklich so lange gewartet, bis wir an Rang aufgekommen sind. Her. Ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben im Nordosten. Ich habe übrigens die kompletten Stimmen vergessen. Weit oben im Nordosten und noch weiter draußen in den äußeren Gefilden. Dort gibt es einen Ort namens Schemengehütz. Im Schemengehütz. Dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Hä? Ich? Was hast du gesagt? Du sagst, die Zeit ist stehen geblieben. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Der Wind hat aufgehört zu wehen. Die Wolken sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht von ihren Blättern, sondern bleiben einfach wie schwerelos hängen. Yo. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben.
Die Zeit ist stehen geblieben. Aber wie konnte etwas so Schlimmes nur geschehen? Das ist ja unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen. Wieso die Zeit im Schemgehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zahnrad der Zeit des Schemgehölzes... es wurde gestohlen! Was? Boop. Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen? Es hat die Zeit angehalten. Hey! Ich hatte schon gehört, dass das passieren kann. Aber jetzt ist es wirklich passiert. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso sollte irgendwer ein Zahn der Zeit stehlen? Seid alle still. Oberwachmeister Magnuson hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahn der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch die anderen in Gefahr. Der Oberwachtmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon auffallen. Also denkt daran, lasst es uns wissen, wenn euch etwas auffällt. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon, macht euch an die Arbeit. Hurra! Oh, ihr da! Ihr beide kommt her! Nein, ich will aber nicht. Ich will ins Lager! Ihr macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut! Oh. Danke, Terminase. Ich war sehr beeindruckt, als ihr Tomate gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Wirklich? Hurra! Zeigt mir eure Wunderkarte. Öffne die Wunderkarte. Wupp. Und da drüben ist er. Moment mal. Wie verarscht. So. Danke. Ich lese es vor. Ach, das ist... Oh Gott, verdammt. Ich glaube... Das hat gar ein bisschen rumgeschwollen, okay? Und da drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Ja! Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Seht ihr? An dieser Stelle ist ein Wasserfall. Genau da. Allem Anschein nach ist es nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber es ist ein Videospiel, also als ob hinter dem Wasserfall nicht was versteckt ist. So funktionieren Wasserfälle. Aber unseren Informationen zufolge soll der Wasserfall ein Geheimnis bergen. Und da kommt ihr ins Spiel. Wir wollen, dass ihr den Wasserfall erkundet und herausfindet, was dort ist. Das ist alles. Versteht ihr, worum es bei der Mission geht? Oh, klar. Gut. In Ordnung, dann überlasse ich euch nun die gründliche Erkundung des Wasserfalls. Oh nee, er ist schon wieder kaputt gegangen. Was? Stimmt denn was nicht? Du zitterst ja. Nein, es ist nur... Batterien, der Akku ist leer. Bist du in Ordnung? Ja, alles okay. Ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Das wird unser erster richtiger Job als Erkundungsteam. Ich bin ein bisschen angespannt und die Batterien sind leer. Ach, ich könnte vor Spannung platzen. Weil ich neue Batterien benutzt habe. Wir schaffen das schon, wer? Wisst ihr was? Oh, schon wer? Und Ranti ist auch da. Hä? Was macht Balim Balim denn da? Hey Balim Balim, was soll das? Willst du uns was andrehen? Hallo, was ist denn hier los? Das hier ist ein Treffpunkt. Ich habe ihn heute erst eröffnet. Ein Treffpunkt? Ja. Hast du schon mal daran gedacht, mehr Mitglieder ins Team aufzunehmen, Ranti? Nein, ich hasse Menschen. Mehr Mitglieder? Na klar, es wäre cool, neue Mitglieder aufzunehmen. Wenn wir nicht mehr zu zweit wären. Warte, ich glaube, ich habe... Meine Stimme? Ist gerade ein bisschen falsch. Das wäre bestimmt hilfreich beim Erkunden von Dungeons. Na also, dann solltet ihr auch neue Mitglieder anwerben. Oh, wie geht das denn? Ich läute ganz einfach die Freundesglocke für euch, Team Bouncer. Dann mal los. Heya! Heya! Balim Balim läutet die Freundesglocke. Verstehe ich nicht. Die Monster ist nun in der Lage, neue Mitglieder anzuwerben. Wirklich? Ja, ihr bekämpft Pokémon in Dungeons, nicht wahr? Ab sofort kann es passieren, dass manche Pokémon aus Respekt vor euch die Monster beitreten wollen. Und wenn nicht, dann sagt ihnen einfach, ihr habt irgendwie die Schwester gefangen oder sowas. Irgendwie werdet ihr sie schon überreden können. Habt ihr mal ein Pokémon angeworben, könnt ihr es mit auf Erkundungen von Dungeons nehmen. Dazu kommt ihr dann zu meinem Treffpunkt und
bestimmt, welche Mitglieder ihr mit auf Erkundung nehmen wollt. Kommt auch zum Immer zu mir, wenn ihr Rekruten mitnehmen wollt. Wow, danke, Palim Palim. Ja, ich wollte gerade was anderes machen und die restliche Zeit noch ganz kurz nutzen, um diese eine Popel-Mission, die wir hier bekommen haben, zu machen. Die da. Bring mir das Item Chaos auf. Ups, nein, doch nicht. Ne? Lösche. Upsi. Ja. Oh, schon wieder. Oh, ist es schon wieder? Oh, das ist neu. Was ist los? Hier sind Treppenstufen. Das war in Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit nicht so. Komisch. Etwas steht auf dem Schild geschrieben. Wie? Was ist das denn? Keine Funpiece erlaubt? Scheiß Rassisten! Nein, warte. Da steht... Pandia Kaffee. Hoffen und träumen. Eröffnen in Kürze dicke Belohnungen. Sieht so aus, als ob demnächst ein neuer Laden aufmacht. Aber hoffen und träumen? Ich frag mich, was für ein Laden das wird. Wahrscheinlich. Alles voller Drogen. Also... Ich meine, wir reden hier über Pandir. Lass uns wiederkommen, sobald er geöffnet hat und sehen, was es mit diesen Laden auf sich hat. Ha. Okay. Es ist neu übrigens. Es war nicht in Zeit und Dunkelheit, was soll das? So, ich glaube, ich tue jetzt, also, ich weiß nicht mal. Ich tue jetzt doch hier das Lager drin lassen, warum nicht? Und Lager-Sachen reintun. Aber normalerweise auf... Sachen vorbereitet auf Quests kann ich auch ohne aufzunehmen. Hier. Alter, es gibt gerade immer so ganz leicht Mini-Lags. Das ist eine 2 dran. Das bedeutet nicht, dass wir 2 haben. Das bedeutet, dass der Hunty einen in der Hand hat. Was war das denn? Hunty, lass los, Mann! Du hörst gar nicht mehr auf, von Destiny-Bäre zu reden, Mann. Du wirst ganz schön verrückt. Was soll das eigentlich? Ich habe Angst um dich. Junge. Nehmen. Pfui, Hunty. Pfui. Auf damit. Okay. Was gehört? Ah, oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Auf geht's schon, wer? Zum Wasserfall. Ah, ist so oder so, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Richtig, richtig schlimm, der Lunge. Der Zigeuner. Der Mounzer. Na gut. Dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Folge. Und das nächste Mal machen wir das Storyzeugs. Aber wir können ja mal wieder hier unten oder schon wieder hier unten die Folge beenden. Vielleicht gibt es ja wieder ein Nope. Kein Teil. Was ist das? Nee, dann nicht schon wieder hier. Machen wir das hier. Wow, ist so viel anders. Ja, wow, das ist schon so toll. Der beendet seine Folge immer an anderen Orten. Ja, verrückt. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.